Los geht sie, die Champions League Gruppenphase für die Frauen des FC Bayern. Der deutsche Vizemeister gefordert gegen Rosengård, den schwedischen Meister, der hier natürlich als Außenseiter angereist ist auf den FC Bayern Campus. 9. Minute. Das ist Lina Magul mit dem Freistoß für die Bayern in den schwarzen Trikots und Maximiliane Rall mit der ersten dicken Gelegenheit, Standards zu verteidigen. Nicht gerade die Spezialität der Schwedinnen. Nächstes Beispiel gefällig. 18. Minute. Caro Simon auf. Die völlig freie Damjanovic. Die hat den Vorzug erhalten vor Lea Schüller in der Sturmmitte. Ball noch abgefälscht. Und ein bisschen Glück für Rosengård, das sich erstmals nach 25 Minuten vorne blicken lässt. Rebecca Knaack ist das. Dann Skog. Und plötzlich ist der Ball drin. Loretta Kulaschi. Die Mittelstürmerin von Rosengård mit dem überraschenden 1:0 für die Gäste. Völlig frei. Kulaschi, die auch in der eigenen Liga schon an 14 Toren beteiligt war. Keine Abwehrmöglichkeit für Maria Luisa Groß aus der Distanz. Bayerns Nummer 1, zwar mit der Hand noch dran, aber sie kann dann nicht mehr rettend eingreifen. Der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Bayern braucht eine Reaktion und die sieht so aus. Maximiliane Rall legt den Ball an der Linie entlang quer, aber da kommt keine mehr, um ihn reinzumachen. Das gute Zuspielkampf von Sydney Lohmann. Die Münchnerinnen mit mehr Druck. Caro Simon, 35. Ein Flankenball, der zum Torschuss wird. Und das verdiente 1:1 für die Frauen des FC Bayern. Schwierig, die Situation einzuschätzen für Tegan Mika, die australische Keeperin von Rosengård. Die denkt, da kommt doch eine noch ran. Aber dem war nicht so. 1:1 zur Pause. Caro Simon und Kulaschi, die Torschützinnen. Durchgang 2 mit leicht verändertem Personal. Bei den Bayern war sie jetzt mit dabei. Clara Bühl war gekommen für Lohmann und die initiiert diesen Führungstreffer mit. Clara Bühl, die Hereingabe auf Damjanovic und dann Linda Dahlmann, die den Ball über die Linie schiebt. Sehr gut, wie sie Clara Bühl den Ball da noch vor der Grundlinie hoch reinkratzt. Damjanovics Ball wird von Mika noch abgewehrt, aber dann Linda Dahlmann, die das 2:1 macht. Danach kontrolliert Bayern das Spiel ziemlich problemlos, hier und da ein paar Chancen, die sie haben, um das 3:1 zu machen. Abgefälscht hier der Ball von Lina Magul, aber wieder passt Tegan Mika auf. Und was kommt noch von den Schwedinnen? Ein bisschen was. 74. Minute, Mia Persson und der Abschluss ans Aluminium. Aber wenn der aufs Tor gekommen wäre, hätte ihn Marie-Louisa Groß gehabt. Am Ende also ein knapper, aber verdienter 2:1 Sieg der Münchnerinnen gegen Rosengård. Der Auftakt in diese Champions League Gruppenphase geglückt. Nächstes Spiel dann nächste Woche bei Benfica.